Ist das der Killer von Purple Argento von Search of oder dem Original Argento oder tatsächlich vielleicht sogar Erba Pura von Search of? Suspiro Erba Ud. Ja. Der Flakon sieht schon sehr, sehr nice aus und ich werde euch jetzt das Ergebnis mitteilen, weil ich habe ihn getestet eine Weile gegen den Original Purple Argento und auch den anderen beiden. Und ja, das möchte ich jetzt gern mit euch teilen. Erstmal willkommen zurück. Mein Name ist Dennis und ja, schön, dass ihr auf meinem Kanal wieder dabei seid. Yes. Suspiro Erba Ud. Wow. Sehr nice. Ihr werdet natürlich sagen, ja, kommt mir aber sehr bekannt vor. Ja. Vorweg die Geschichte, Search of hat für diese Brand die Düfte kreiert und gemacht, bis er keine Lust mehr hatte. Und dann hat er natürlich Search of selber rausgebracht. Jetzt machen es die Araber selber aus Dubai direkt. Und gleich vorweg, Erba Ud. Hier wird echtes Ud benutzt, natürlich aus Dubai. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Da wird Ud aus Indien und Kambodscha, glaube ich, genommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ja, dieser Duft wird bald erhältlich sein. Noch ist er nicht erhältlich, aber ich möchte euch jetzt schon mal daran teilhaben, wie der Duft doch tatsächlich ist. Ja, vorweg, ich kann sagen, er ist schon mal sehr, sehr nice, wenn man auf fruchtige Oud-Düfte steht. In dem Zusammenhang möchte ich euch die beiden Düfte mal vorstellen. Das ist der normale Argento, das ist der Purple Argento. Nicht verwundern, das ist ein Tester, aber 100 ml voll, das ist die Hauptsache. Natürlich, der Flakon sieht sehr verspielt aus, wenn ihr ihn kauft, der sieht dann so aus. Ja, kostet 700 € und der normale, glaube ich, 250, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wie gesagt, 100 ml. Fruchtig, schön fruchtig und hier eben mit Oud, echten Oud verfeinert. Ja, das klingt schon mal sehr nice. Was hat aber jetzt dieser Duft damit zu tun? Ja, jetzt könnte man sagen, weil die sich gekannt haben, ich weiß nicht, wie die auseinandergegangen sind, das möchte ich hier auch nicht erläutern, dass ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, gehört hier auch nicht hin, aber er kommt dem Purple Argento sehr, sehr nah, richtig nah, wirklich nah. Nur, dass ich der Meinung bin, dass hier mehr Frucht drin steckt, leicht, ja, schon fruchtiger. Aber ich finde auch, dass man das Oud durchgehend schon länger irgendwie wahrnimmt als beim Purple Argento. Wir kommen gleich mal zum Preis. Der soll, wenn ich mich nicht ganz täusche, wurde mir gesagt, 249 € kosten. So, also um den Dreh, ne? So, das ist schon mal eine Hausnummer gegen 700. Das sind 100 ml auch, ne? Sieht ein bisschen kleiner aus, aber sind 100 ml. So, und deswegen, nee, da kommen wir später zu. Ich will das nicht vorwegziehen. Zum Inhalt, wie gesagt, es ist auch ein fruchtiger Oud-Duft. Bergamotte, Orange, Apfel, Pfirsich, Melone. Das klingt doch geil, oder? Das klingt sommerlich und es ist sommerlich. Dazu Safran auch noch und Oud, echtes Oud und Moschus. So, das ist von allerfeinsten. Das klingt von allerfeinsten und es ist von allerfeinsten. So, Haltbarkeit brauchen wir gar nicht drüber philosophieren und reden. Es ist einfach gut. Es ist einfach sehr gut. Genau wie die Sillage. Absolut nice. Und da liegt die Betonung noch nice, wie der Dogma so also schön sagt. Also, guter Sprüher natürlich auch. Ich sage euch eins, warum ich denke, er ist ein bisschen sogar mit Oud. Also da frage ich mich doch tatsächlich, ob der Purple Argento wirklich echtes Oud drin hat, weil dieses echte Oud hier doch schon ein bisschen luxuriöser riecht. Vielleicht einen kleinen Touch, was in meinen Augen der Purple Argento nicht hat, Kuhstall, aber nur eine ganz kurze Weile, aber dann wird das ein allerfeinstes Oud-Gebräu, also im positiven Sinne wirklich gut. Und wie gesagt, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass hier die Oud-Note irgendwie länger anhält und diese Fruchtigkeit. Und deswegen macht es den Sospero Erba Oud doch wirklich nice. Und wenn man sich dann den Preis anschaut, so, und den kann man jetzt tragen, also das ganze Jahr. Deswegen sage ich, ist es der Purple Argento Killer. Und es wird auch der Argento Killer sein, also das Original. Warum? Also für die Leute, die Oud mögen, sich aber wegen den 700 €, was eine Hausnummer ist, und ganz ehrlich, wegen den Flakon, wegen den Steinen, da ich habe da ja schon mal so viel philosophiert drüber, kommen. Ne? Da muss man nicht wirklich so einen Aufpreis in meinen Augen zahlen. Und
wie soll ich das sagen? Ich versuche euch ja was ehrlich zu sagen. Und das, ne, mir wurde der Duft zur Verfügung gestellt. Deswegen sage ich nicht, dass er besser ist. Ganz bestimmt nicht, weil ihr wisst, dass Surtshoff immer noch mein Lieblingshaus ist. So. Also das, was ich, ne, die Geschichte, was da war, interessiert mich ja nicht. Aber ich muss sagen, wirklich, der Erbapura ist, der Erbapura, genau. Da kommen wir gleich zu. Der Purple Ashanto ist nice, aber das ist besser. Das ist einfach besser. Und er ist günstiger. Und echtes Ud drin. Und längeres, luxuriöses Ud, finde ich, in meinen Augen, in meiner Nase. Und das macht viel aus. So, nun ist die Frage, ich habe auch gesagt, schlägt er den hier? Das ist ja so die Frage. Der ist schon noch anders, klar. Da ist viel mehr Süße. Der geht schon noch in einer ganz anderen Richtung. Aber nachdem der ja jetzt oder der jetzt kommt, Leute, wie gesagt, ich glaube einfach, dass an Purple Ashanto viele vorbeigegangen sind, weil er so teuer ist. Und jetzt kommt für 250 Euro eine Qualität, die genauso ist, wenn in meinen Augen sogar besser, wirklich, das sage ich, das ist einfach so, direkt aus Dubai und geiles Oud, echtes Oud. Und was soll ich sagen? Es ist einfach perfekt. So, haltet die Augen auf. Erber Oud. Ich möchte gleich vorweg natürlich nicht Surtshoff schlecht reden. Das bleibt ein geiles Haus. Ich habe über 45 Düfte und das ist absolut stark. Aber was das jetzt angeht, der Erber Oud ist einfach brachial gut. Das ist ein Meisterwerk im Flakon, was Fruchtigkeit, Oud und man kann ihn bei Wärme tragen. Nur ja, natürlich nicht mit 20 Sprühe. Man, könnt ihr machen, aber solltet ihr nicht machen. Aber ich kann euch sagen, wow. Und dann dieser Flakon, Farbe geil und schon nice. Ne? Ist natürlich alles ähnlich gehalten, nur runder und der Deckel. Nun machen es, wie gesagt, die Araber selber aus Dubai. Ich kann nur sagen, all best. Wow. So, das war's. Also, er ist noch nicht auf dem Markt, kommt demnächst, kann ich genau sagen, wann. Macht die Augen auf. Sospiro Erber Oud, absolut nice. Da kannst du auf jeden Fall den Hut vorziehen vor Erber Oud. Ja. Ganz einfach und dann denke ich mal, sehen wir uns bald wieder. Also schaut wieder rein und Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Bis dann.